Trade Republic zahlt jetzt 2% Zinsen aufs Tagesgeldkonto. Sollst du jetzt zu Trade Republic wechseln und dein ganzes Geld dahin schieben? Ich möchte dir in diesem Video erklären, was dahinter steckt und ob das Ganze vielleicht nur eine Marketingstrategie ist. Mein Name ist David Tappe und ich bin unabhängiger Honorar-Finanzanlagenberater. Das heißt, für unsere Kunden bin ich der Ratgeber, der hilft, wie sie ihr Geld vernünftig anlegen sollen, welche Finanzprodukte Sinn machen und wie sie ihren Vermögensaufbau und ihre Altersvorsorge vernünftig strukturieren sollen. Wir hatten in den letzten Jahren einen Zustand, wo wir auf Tagesgeldkonten und Girokonten keine Zinsen bekommen haben. Da haben wir uns schon fast alle dran gewöhnt, weil es mittlerweile viele Jahre so war. Und teilweise war es sogar so, dass einige Banken Strafzinsen genommen haben. Wenn man sich das vorstellt, im Grunde genommen ziemlich unglaubwürdig, dass man Geld abgibt, was man zur Verfügung stellt der Bank und dafür auch noch Gebühren zahlen soll. Aber das war die Realität vieler Jahre. Und jetzt ändert sich das Ganze so langsam wieder und die Zinsen gehen langsam wieder hoch. Einige Banken bieten 0,3, 0,5, teilweise einige 1% an. Aber Trade Republic sagt jetzt, wir zahlen 2%. Und das ist eben deutlich mehr, als derzeit gerade der Wettbewerb und auch die EZB im Moment herausgibt und die Zentralbanken an Zinsen zusagen. Und deshalb ist das Anlass, darüber nachzudenken, warum machen die das? Wo ist da vielleicht der Haken? Es ist ja relativ offensichtlich, dass damit eine gewisse Aufmerksamkeit auf Trade Republic fällt. Dementsprechend liegt es nahe, dass das Ganze eine gewisse Werbebotschaft beinhalten soll. Dagegen ist auch nichts einzusetzen. Aber es gibt ein bisschen was zu beachten, was ich dir mitgeben möchte, und zwar Folgendes. Wenn du jetzt einiges von deinem vielleicht Girokonto, was woanders ist, wechselst zu Trade Republic, dann muss dir klar sein, dass Trade Republic dieses Zinsversprechen natürlich jederzeit auch wieder korrigieren und nach unten schrauben kann. Das heißt, du hast hier nicht die Sicherheit, langfristig immer 1% mehr als alle anderen zu bekommen. Das ist natürlich Quatsch, sondern es ist so, dass die gerade damit werben und ob die das in einem halben Jahr noch machen, weiß keiner. Deswegen musst du berücksichtigen, dass Trade Republic am längeren Hebel sitzt und diese Zinsen natürlich auch wieder anpassen kann. Dann muss dir klar sein, dass 2% für den Moment, gerade im Hinblick auf die letzten Jahre, natürlich unheimlich attraktiv klingt. Auf der anderen Seite hier aber bei weitem nicht die aktuelle Inflation ausgeglichen wird. Es ist schon immer so, dass Giro- und Tagesgeldkonten, also im Allgemeinen der Geldmarkt, diese Anlageklasse Geldmarkt, worunter diese Kategorien fallen, nie die Inflation ausgeglichen haben. Es ist immer nur eine Option, kurz- und mittelfristig Geld zu parken, aber nicht, um damit wirklich Geld anzulegen oder längerfristig zu parken. Und da liegt genau die Gefahr. Wenn du nämlich jetzt bei diesem aus heutiger Sicht attraktiven Zinsversprechen im Moment entnimmst, dass du dein Geld dorthin schiebst, dann besteht die Gefahr, dass du entweder das Geld nicht anderweitig viel sinnvoller investierst und wirkliche Renditen abholst. Das ist die eine Gefahr, weil du dich quasi darauf ausruhst, immerhin 2% abzuholen. Oder die andere Gefahr ist, und das ist auch der Hintergedanke bei Trade Republic, dass du, wenn du schon dort dein Geld hast, die Hürde, das Geld dort zu investieren, in Aktien, in ETFs zu investieren, klein ist und du leichter anfängst, dort quasi noch mehr Kunde zu werden. Dagegen ist grundsätzlich ja nichts einzusetzen. Das Problem liegt aber darin, dass du als Laie tendenziell dazu neigst, dann Fehler zu machen, Anlagefehler, die wir hier tagtäglich sehen, weil Menschen auf uns zukommen, die teilweise seit 5 oder 10 Jahren selbst investieren und dann merken, das Ganze funktioniert gar nicht. Und dafür möchte ich dich einfach schützen, denn Trade Republic hat ein Interesse, dass du natürlich über dieses Konto hinaus, weil die ja offensichtlich mehr Zinsen geben, als es oft aktuell gerade gibt, bei denen noch mehr Kunde wirst, also noch mehr kaufst bei den Aktien, ETFs, ein Depot eröffnest etc. Und dementsprechend ist das Interesse von Trade Republic nicht unbedingt, dass du zum erfolgreichen Anleger wirst, sondern dass du anlegst und unter Umständen sogar relativ viel wechselst, handelst, kaufst und verkaufst, weil dabei jedes Mal gewisse Provisionen entstehen. Und davor möchte ich dich ein Stückchen schützen, dass du nicht diesen Fehler machst, den viele Do-it-yourself-Anleger machen und halt sehr unwissentlich einfach losrennst, auf Empfehlungen von anderen Laien hörst und dann letztendlich irgendwas kaufst. Und selbst wenn du sagst, davon bin ich nicht betroffen, ich lasse mein Geld da einfach liegen, ich nehme die 2% mit, das ist besser als gerade null bei einer anderen Bank. Ich kann dir sagen, irgendwann kommt der Moment, wo du empfänglich dafür bist, dass dir vielleicht jemand eine Empfehlung einer einzelnen Aktie gibt oder eine andere Werbung dir suggeriert, du sollst jetzt in dieses oder jenes investieren. Und dann geht's los mit den klassischen Anlagefehlern, indem du Einzelaktien rauspickst, wo du besonders überzeugt bist, aber gar nicht bewerten kannst, ob die sich wirklich lohnen und rechnen. Oder du gehst auf irgendwelche Themen-ETFs, die sich auf einen exotischen, speziellen Bereich konzentrieren und ein extrem hohes Risiko mit sich bringen. Das sind viele, viele, viele Fehler, die wir tagtäglich aufdecken und aufräumen, die die Anleger machen, wenn sie auf uns zukommen und nach Jahren merken, dass es gar nicht funktioniert. Und sie teilweise auch schon einiges an Geld verloren haben.
Und da musst du einfach aufpassen, dass du objektiv und rational in diesem Thema bleibst. Ich will damit auch nicht sagen, dass das Investieren nicht funktionieren kann und dass es keinen Sinn macht. Das ist nicht die Botschaft, die ich dir mitgeben will. Ich will dir einfach sagen, es gibt im Großen und Ganzen eine Rendite, die der gesamte Markt abwirft, eine sogenannte Aktienmarktrendite, wenn wir jetzt mal bei der Klasse Aktien bleiben. Und es gibt eine Rendite, die die Kunden, die Anleger am Ende einsammeln. Und dabei gibt es häufig eine enorme Differenz. Das heißt, es gibt Jahre, wo der gesamte Markt sich beispielsweise um 30% entwickelt. Jemand, der anlegt, aber nur 10% abholt. Der kennt die Marktrendite häufig nicht und denkt, er sei mit seinen 10% super gut gefahren und hätte ein tolles Börsenjahr hinter sich, während 20% aber er nicht geschafft hat abzuholen. Und diesen Effekt, das musst du dir vor Augen führen. Es gibt eine Differenz zwischen einer Marktrendite und dessen, was der Anleger effektiv abholt. Und da ist einiges dazwischen. Und wenn du langfristig selbst investierst, was du natürlich tun kannst, dann darfst du halt nicht die Erwartung haben, natürlich jedes Jahr diese Marktrendite einzusammeln, sondern häufig sind es dann eben nur 2, 3, 4, vielleicht 4%, die du schaffst einzusammeln, während da noch eine ordentliche Schippe an mehr Rendite existiert, die du aber nur schaffst einzusammeln, wenn du die Investitionsgesetzmäßigkeiten kennst und einsammelst. Und dafür braucht es eben Expertise, etwas, was ein guter Berater oder ein guter Investor, der das schon lange macht, drauf hat und dann entsprechend auch diese Differenz in der Lage ist, weitestgehend einzusammeln. Ich habe die Erfahrung über die letzten Jahre gemacht, dass viele Menschen immer einer kurzfristigen Gelegenheit hinterherrennen. Das heißt, hier wird jetzt mit 2% gelockt und viele reagieren dann darauf und wollen schnell ihr Geld da reinpacken. Was aber völlig in Vergessenheit gerät, ist eine Langfriststrategie. Also das Denken über die nächsten Monate hinaus und eine langfristige Strategie, die wirklich dazu führt, dass du Vermögen aufbaust. Und dazu ist ein kurzfristiges 2% mitnehmen auf im Übrigen maximal 50.000 Euro nicht der Hebel, um wirklich langfristig Vermögen zu werden. Und dementsprechend ist es viel wichtiger, dass du dich davon befreist und so selbstreflektierend bist, dass du nicht von der einen Mini-Gelegenheit zur nächsten hüpfst, sondern dass du dich grundsätzlich einmal damit auseinandersetzt, wie schaffe ich eine vernünftige Unterteilung zwischen einer Notfallrücklage von grob 3 bis 6 Netto-Monatsgehälter. Und was für ein Betrag bleibt von meinem liquiden Vermögen, von meinem Gesamtvermögen übrig, was ich sinnvoll langfristig investieren kann, nach gewissen Gesetzmäßigkeiten? Und welche monatliche Sparquote meines Einkommens bin ich in der Lage, dem zuzuschießen und zuzuzahlen? Und daraus ergibt sich eine Strategie. Und dann bedarf es natürlich des Know-hows und der Expertise, zu wissen, wie lege ich das hier langfristig an, damit das entsprechend auch mehr wird und natürlich idealerweise die vorhandene Marktrendite auch eingesammelt wird. Du merkst, da steckt einiges hinter. Und die Kernfrage ist im Grunde genommen immer die gleiche. Möchtest du diesen Weg allein gehen oder möchtest du, dass dir jemand dabei hilft, der diesen Weg schon öfter gegangen ist, gemeinsam mit anderen und demnach auch mehr Erfahrung hat? Und wenn du dich für Zweiteres entscheidest, dann kann ich dir nur anbieten, dass wir mal einfach ein kostenloses erstes Gespräch führen, uns kennenlernen und darauf gucken, wie deine bisherige Strategie aussieht, wenn du eine hast. Oder wir gemeinsam eine erarbeiten mit dem Ziel, dass dein Vermögen langfristig wächst oder du grundsätzlich überhaupt Vermögen aufbaust. Egal für was du das später verwendest, ob es die Altersvorsorge ist, die Kinder oder irgendwelche anderen größeren Ziele, die du in deinem Leben hast, das bleibt dir überlassen. Aber entscheidend ist, eine Strategie aufzubauen, die planbar, wiederholbar funktioniert bzw. Rendite dir in die Kasse spielt. Und das machen wir seit vielen Jahren mit vielen tausenden Menschen mittlerweile, haben wir das aufgebaut und demnach glaube ich auch, dass wir dir dabei helfen können. Geh einfach mal auf www.tappeconsulting.de. Den Link findest du auch hier unter dem Video. Buch dir einen kostenlosen ersten Termin und dann gucken wir, ob und wie wir dir weiterhelfen können. Bis bald, dein David.